Hallöchen, meine Liebe! Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind schon wieder unterwegs. Wir filmen zurzeit voll auf dem Auto, habe ich das Gefühl, gell? Neuer Autovlog. Okay, Maus ist auch mit am Start. Die chillt da hinten wieder, die schläft einfach, ohne Witz. Ich hab noch nie einen Gedanke daran verschwendet, sie, wenn ich alleine fahre, hier vorne irgendwie hinzusitzen, weil die da einfach immer brav ist mit dem Autofahren. Danke. Danke, Mausi. Ja, wir fahren gerade wieder zu Teddy. Teddy kennt ihr mittlerweile, das ist unsere Fotografin. Wir brauchen nämlich unbedingt neue Bilder für die Presse, weil ich habe daheim nur Pressebilder, wo ich lange blonde Haare habe. Und wenn Zeitungen oder sowas über uns schreiben, was hin und wieder der Fall ist, dann haben die nämlich schöne Bilder von uns. Und wir brauchen neue Autogrammkarten, weil wir ganz viel Fanpost noch zu bearbeiten haben. Und wenn wir auf Events sind, brauchen wir einfach aktuelle Bilder. Und da will ich nicht blond sein und langhaarig. Und Novak heißen. Und Novak heißen. Ja, ich heiße überall noch Novak auf meine Autogrammkarten. Jetzt bin ich ja. Und ich brauche auch eine. Hä? Ich brauche auch. Ja, und wir brauchen eine gemeinsame. Ja. Genau. Und vielleicht schießen wir dann auch noch ein Familienbild. Mal gucken, wie lange wir dort sind, wie viel Zeit wir haben, wie gechillt alles vorangeht. Keine Ahnung. Aber wir haben ordentlich was zum Umziehen dabei. Und die Kleine ist jetzt einfach schon so brav. Das ist verrückt. Die kriegt jetzt nachher nochmal ihre Flasche, weil die wird jetzt dann langsam Hunger kriegen. Und dann chillt die einfach. Ja. Wir werden den Tag heute ein bisschen begleiten. Vielleicht fahren wir später auch noch zu meiner Cousine. Die wohnt da nämlich gleich in der Nähe und besuchen sie und die kleine Prinzessin. Die ist nämlich auch so zucker, zucker, süß. Und dann geht's auch wieder zurück nach Hause. Oder, mein Schatz? So ist es. Und schon wieder haben wir eigentlich ganz schönes Wetter. Ich hoffe so sehr, dass der Winter nicht mehr kommt, also dass der Schnee uns ausbleibt. Was meinen Sie, Herr Harrison? Das wird definitiv nicht passieren. Es wird auf jeden Fall im Februar und im März noch schneien. Das ist die Wettervorhersage von Herr Harrison. Ich sage, beziehungsweise mein Wunsch ist... Immer schönes Wetter. Oh nee, dein Ernst? Jetzt regnet es einfach. Man darf hier echt nichts sagen in Deutschland, ey. Ja. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass der Winter ausbleibt, weil ich habe dieses Jahr meine Winterjacken noch gar nicht gebraucht und ich will sie auch irgendwie gar nicht in Gebrauch nehmen. Ich bin dafür, dass sie auswandern. Ja, darüber sprechen wir immer häufiger. Einfach mal weg, ein paar Monate, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Einfach so, ciao, tschüss. Ja, schon cool. Ja, cool schon, aber nicht so einfach. So, und wir sind wieder da. Ich sag euch, die Kleine wird immer schwerer. Was? Ich hab gesagt, die Kleine wird immer schwerer. Ich glaube, das hat jetzt schon 7 Kilo oder sowas. Du wolltest die Leben selber schützen. Ja, weil du zu lange gebraucht hast und draußen ist kalt. Und du hast hier den Luxus und musst hier bloß den Karton tragen, ey. Jetzt im Studio angekommen, wir legen auch direkt los. Die Kleine ist nämlich versorgt. Ja. Die hat nämlich Hunger. Das ist das Erste, was wir gemacht haben. Gleich Flasche rausgepackt und Baby gegeben. Guten Appetit, Mia. Danke. Ja, und hier ist wieder meine Liebe. Hallo. Bald ist sie auch soweit. Sieht man das hier überhaupt? Schau mal, wie eine Riesenkugel. Hey, wenn ich das so sehe, dann vermisse ich meinen Bauch voll. Ja, okay. Meiner hängt hier noch ein bisschen rum. Ja, das geht ja weg. Das kriegst du. Wann ist bei dir soweit? Mitte, Ende März. Dauert es nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Beides Babyparty und alles, ich freue mich voll. Das ist mein erstes Outfit und ich liebe dieses Kleid. Das ist übrigens von meiner Freundin aus der Kollektion, von der Debbie. Ja, und das wird der erste Schuss werden. Ich will ganz helle Autogrammkarten haben mit hellen Farben, also heller Hintergrund, in so Nude-Farben. Ich habe da mehrere Outfits dabei, aber die seht ihr ja dann nachher noch. Also es sind jetzt so mal die Farben, wo ich mitgenommen habe. Die sind schon schön, gell? Und die Schuhe habe ich an. Tada! War ja klar, komm ist der Dominik, nackt muss Sarah wieder die Kamera. Jetzt sind wir im Partnerlook, Schatz. Voll cool. Ich habe meine ersten Bilder schon im Kasten. Ja. Und Mausi ist satt und der geht's gut, die chillt gerade. Geh mal, Schatz. Erzähl mal was, komm. Erzähl mal was. Sag mal, hallo. Hallo, mein Schatz. Ja? Komm, lach einmal. Komm, lach einmal. Ja, du bist so süß, Baby. So süß. Oh, bless you.
sexy Maxi, yay! Yeah. Mir deine Mama hat einen Dachschaden. Komm, einmal in Pose, yeah! Bizeps anspannen, und ernst bleiben. Ich kann nicht pfeifen. Jo, machen wir mit dir auch noch ein Bild, mein Schatz. Ihr Outfit passt nämlich gerade so zu uns. Oder, Maus? Ja? Ein Familienpicture! Ja! Guten Appetit. Danke. Da wird nicht nur das Essen für die Kleine eingepackt, sondern für den Mann auch schon. So. Kannst du ein bisschen filmen, Baby? Weil ich habe gerade ein ultimativ geiles Kleid an, ey. Das ist nämlich gerade mein Outfit und ich finde, das sieht so stylisch aus. Hut, geiler BH, geiles Kleid. Geiler Mann. Geiler Mann, geiles Baby, alles geil. Also nimm schon kurz. Wie war das vorhin? Drummer, Baby, Drummer. Hör auf jetzt. Ja, komm, hör auf, fang du doch an. Komm, check mal. Ist das deine Schokoladenseite? Ist das deine Schokoladenseite? Zeig mir deine Schokoladenseite. Oh yes, Drummer, Baby, Drummer. Come on. Und jetzt, komm. Burnerblick, Burnerblick. Oh ja. Geh jetzt. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Schnuller! Hoppala, rausgefallen. Das machen Eltern, wenn die Babys shooten. Wir machen uns komplett zum Affen. Warte mal, das ist zu viel Haut. Putzi! Putzi! Ja, komm! Komm, erzähl mal! Erzähl mal, mein Schatz, komm! Schau mal, wie sie lacht! Hallo! Sie lacht dich aus! Sie lacht dich einfach nur aus! Ich sehe gerade meine Mama. Putzi! Mama, du bist voll peinlich. Putzi, Putzi! Denkst du nur, Mama, du bist peinlich. Habibi, so geht es den ganzen Tag bei uns. Mich wundert, dass wir die deutsche Sprache noch nicht verlernt haben. Ja, komm. Okay, jetzt hör mal auf damit. Wie sind diese typischen Männerposen? Komm, mach mal was. Du hast vorhin gesagt, über die Schulter. Ja, über die Schulter soll ich schauen. Schatz, du sollst. Nein, stell dich mal seitlich hin, so ein bisschen. Ja, und jetzt. Ja, nicht so steif. Und jetzt ein bisschen zur Seite gucken. Du bist so ein Depp. Du weißt, wie ich es meine. Nein! Nein? So nein. Voll so. Wie soll ich sagen? Ja, einfach so seitlich und dann so gucken. So. Okay, warte. So seitlich und dann so gucken. Ja? So ein bisschen halt so. Oh mein Gott, mach dich jetzt nicht klein. Und du machst langweilig, oder? Langweilig. Okay. So, das sind die letzten Bilder, wo wir gerade geschossen haben. Bisschen Beauty. Schon geil, ey. Ich freue mich wieder auf das Ergebnis. Da hinten will jemand nach Hause gehen. Gleich, Mausi. Oh. Wir sind fertig. Ich habe jetzt mich gleich umgezogen und so gehe ich jetzt auch weiter. Wir gehen ja jetzt noch kurz zu meiner Cousine. Hallo sagen, weil die hier um die Ecke wohnt und dann werden wir nach Hause fahren, oder? Machen wir das. Ja, die muss Bibi sehen. Bibi. Danke, mein Schatz. Gerne. Wir holen jetzt noch den Freund von meiner Cousine ab, dann fahren wir zu meiner Cousine und ich habe gerade die coole Nachricht bekommen, dass meine Schwester auch noch kommt mit den Kleinen, mit meiner Nichte, mit meinem Neffe. Die sind so zuckersüß. Echt, kommt sie mit denen?
Mhm. Sie hat doch gesagt, dass sie die holen muss. Nein, nein, sie kommt jetzt. Bis um 6 Uhr muss sie wieder los. So hab's ich jetzt verstanden. Falsch gedacht. Und ich habe mir gerade was zum Essen geholt. Und zwar ist hier... ein Hähnchenstand. Und wenn ich einen Hähnchenstand sehe, dann muss ich ein Hähnchen essen. Ich liebe nämlich Hähnchen. Ja. Und jetzt haue ich mir kleine Hähnchen rein. Hähnchen, Hähnchen, Hähnchen. Ja, wir sind jetzt bei meiner Cousine angekommen. Und jetzt schaut mal bitte. Oh mein Gott. Wie süß ist die Kleine, bitte? Ist die Kleine von meiner Cousine. Schau mal, Amelia. Schau mal. Schau mal, Mama, hallo. Hallo. Mein Gott, 7 Monate, gell, jetzt? Fast 8. Oh mein Gott. Ja, wir tauschen immer direkt Kinder, wenn wir uns sehen, gell? Und die will immer noch nicht aufstehen, Mausi. Die ist fix und fertig. Instagram. Schau mal. Tut ihr jetzt kuscheln? Schau mal. Ey. Ey, oh. Hey, aber Amelia ist aber auch so klein, muss ich sagen. Schau mal. Gell? Jetzt überleg mal. Guck mal, die ist genauso groß. Amelia ist mein Baby. Ei. Was mit ihren Händen was? Ei. Hast du wieder Hunger, mein Schatz? Bitte. Sie freut sich voll. Ja. Oh. Jetzt gibt's Essen, okay? Jetzt gibt's Essen, mein Schatz. Ja? Nicht das auch da? Hallo, mein Schatz. Und Tante auch. So, und hier wird wieder Mario Kart gezockt. Hallo, Vincent. Hallo. Sag mal hi. Hi. Sag mal hallo. 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 Putzi, siehst du dich da? Siehst du dich da? Ei. Oh, ei. Ihr? Ja, ich hab... Ja, 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 ja. 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 Sag mal, hallo. Wieso? Hallo, hallo, hallo. Mein Schatz. So, Sarah wird jetzt gebunden. Ich will das mal testen. Tragetuch? Ja. Also es sieht kompliziert aus. Hast du es dir selber beigebracht? YouTube. Wenn ich dann irgendwann mal der Bro da drin bin, dann drehe ich auch nicht. Also bis jetzt schaut es ja ganz cool aus, aber im Sommer ist es ein bisschen warm, oder? Das ist besser wie die Tasche. Mhm. Ja? Ja. Jetzt geht mal die Kleine. Hallo. Hallo, Kleine, wir brauchen das Baby. So krass, so ruhig. Ja, ohne Witz. Tust du mal so über deine Schulter, oder über die Schulter? Über die erste. Videos, so. Dann zeig mal her. So. Da kommen die Füße rein. Ja, Mausi, gleich. Gleich. Da kommen die Füße rein. Schade, gell? Geht's dir gut, Baby? Und das war's. Ich würde das niemals alleine hinkriegen, glaub. Ja, aber ihr kann doch den Kopf noch nicht halten. Warte. Ah, okay. Wir haben doch Zeit. Gleich, Mausi. Ganz langsam. Okay. Fast. Kein Müll. Oh, Entschuldigung, ich bin voll sicher. Du, alles ja, Mausi. Komm her. Jetzt müsste die fest drin sein. Hm, taugt ja nicht. Dreh dich mal um. Und dann kannst du es tun. Dreh dich mal her. Naja. Taugt dir nicht so, gell, Maus? Ha, das fühlt sich falsch. Schon bequem an. Zeig mal her. Ja, also, ja. Musst du den Bein machen? Sie kann auch schön hoch. Alles kann man auch hoch machen, oder? Ja, das kann man auch. Aber wie ist er rumgucken? Eigentlich schon, Schatz, ich sag dir Fall. Yes! Ehrlich jetzt. Yes! Ohne dass ich das Tuch jetzt gut, mega gut reden will, aber das ich Gewicht spürst du weniger, wie bei der Tragetasche. Ich denke mal, die Trage hat halt auch sehr gut. Ja, weißt? Das liegt ultra gut bequem, ey. Bei dem Ding. Dreh dich mal. Oh, sorry. Ja, aber oft, also viel schockiert, dass es gut sein soll. Okay. Naja. Ist schon krass. So, wieder back at home und ich bin jetzt am Laptop und werde mir jetzt tatsächlich das Tragetuch bestellen, weil ich war echt mega begeistert.
Es ist zwar ein bisschen, glaube ich, kompliziert zu binden, aber ich werde mir auch einfach YouTube-Videos anschauen. Ja, und dann werde ich das schon irgendwie hinkriegen. Ich habe mir immer gedacht, das ist immer mega kompliziert, wenn man das dann immer draußen binden muss, weil wir fahren ja immer erst mit dem Auto. Dann, wenn wir irgendwo sind, dann muss ich das draußen binden und dann liegt das ganze Tuch am Boden, weil es so ewig lang ist. Und da ist halt die Tasche einfach besser. Aber man kann das auch schon zu Hause binden und die dann immer reinsetzen und wieder rausholen und das einfach anlassen wie so ein Pullover. Keine Ahnung, ich werde das jetzt mal testen. Hier habe ich jetzt einfach mal bei Amazon Tragetuch eingegeben. Und ich denke, das ist völlig egal, welches. Ich glaube, das war das, was ich probiert habe. Das von der Julia. So, jetzt bin ich schon wieder überfordert. Ey, warum ist das so schlimm, ey? Ja, egal. Ich stöber da jetzt einfach noch ein bisschen rum und dann entscheide ich mich für eins. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Wir müssen noch jemanden grüßen, Schatz. Hi. Hallo, wir grüßen euch alle heute. Übrigens, bis Samstag könnt ihr noch mitmachen wegen dem Frühstück. Und dafür müsst ihr einfach das letzte Video anschauen von uns. Da findet ihr alle Informationen. Und das verlinke ich bei dem i. Da oben, ne? Und unsere heutigen Grüße gehen raus an Vivian Schläfer. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach abonnieren und den Hashtag Team Harrison kommentieren. Genau, und ja, wir gehen jetzt schlafen. So ist es. Wir hoffen, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder, meine Lieben.